Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warlords of New York. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder zugeschaltet hast. Der Ranger steht hier vor Castle Clinton und macht ein Selfie. Und ich, tja, bespreche die Tonspur ein zweites Mal, denn mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe tatsächlich bei der Originalaufnahme vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Tja, kann auch mal passieren. Okay, nichtsdestoweniger dürft ihr das Video trotzdem sehen, allerdings jetzt ein bisschen weniger mit meiner Stimme im Hintergrund. Nichtsdestoweniger wünsche ich euch viel, viel Spaß hier in der Folge, in der wir Castle Clinton jetzt befreien von den bösen Buben, und anschließend in der nächsten, spätestens in der übernächsten Folge, werden wir uns dann tatsächlich Aaron Keener zuwenden. Also nichtsdestoweniger sage ich schon mal jetzt tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Sie müssen sie einschalten, um den Rauch loszuwerden. Belüftungssystem aktiviert. Schalten Sie die Cleaners aus, bevor Sie Kern erreichen! Gas kam aus einer Sarah-Vorratskiste. Sie ist noch im Hof. Vorsicht! Das Aufräumteam wird Dan nach Haven bringen. Gehen Sie jetzt in den Hof und finden Sie die Kiste. Unbekannte biologische Verbindung entdeckt. Konzentration. Die Kiste sollte in der Nähe sein.
habe die Position der Kiste. Das Aufräumteam steht bereit. Es kommt rein, sobald Castle gesichert ist. Isaac zieht Daten vom Sicherheitssystem. Vielleicht können wir ein Echo erstellen und herausfinden, was hier passiert ist. Aber das kann dauern. Die Cleaners bekommen Verstärkung. Suchen Sie eine gute Position für den Kampf. Es hat funktioniert. Durch das Echo erfahren wir hoffentlich mehr. Echo in der Nähe. Das gibt's ja nicht! Dieses Zeug hatte ich seit Jahren nicht! Hey, lass uns auch noch was! Okay, was ist noch drin? Was zum Teufel? Was ist das? Abschalten! Mein Zylinder! Scheiße. Der Rauch. Die hatten keine Chance. Die City Hall war erst der Anfang. Er verarscht uns. Nein! Er demonstriert, wie weit er bereit ist zu gehen. Er zeigt, dass er noch mehr von dieser Biowaffe hat. Er will, dass wir wissen, dass die Division nichts gegen ihn unternehmen kann. Es ist noch Zeit, ihn aufzuhalten, Faye. Hoffentlich. Sehr schön. Castle Clinton ist nun befreit und wir konnten unseren Ranger auf Level 40 hieven. Okay, wir werden jetzt unser Bild ein bisschen anpassen und dann soll es, glaube ich, in der nächsten Folge auch schon gegen Aaron Keener gehen zum Special-Kampf. Okay, ja, wie immer mit einem Special-Move darf ich mich recht herzlich bei euch für euer Interesse und für euer Zusehen bedanken. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich, der Badenfarmer, darf mich bei euch recht herzlich bedanken nach dieser etwas besonderen Folge und sage Tschüss, ciao, cheerio!